meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein DIY von mir. Und zwar heute zum Thema Mäppchen. Ich habe diese beiden Mäppchen hier vorbereitet. Eins, was ein bisschen mehr für Mädchen ist und eins, was Unisex ist. Aber natürlich könnt ihr wie immer euren eigenen Stoff wählen und somit euer freies Design gestalten. Auf jeden Fall wäre wichtig, dass ihr kein Stretch-Material nehmt, sondern etwas Festeres, so wie dieses Jeans oder das andere ist auch Gardinenstoff. Weil ich ja weiß, dass viele von euch keine Nähmaschine haben und nicht so nähen talentiert sind, habe ich mir gedacht, dann besorge ich mir einfach mal Textilkleber und zeige euch, wie ihr das Ganze mit Textilkleber machen könnt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Was ihr für das Ganze braucht. Ihr braucht Stoff und zwar 19 x 26 cm und dann solltet ihr einen Reißverschluss in der Länge von 18 cm besorgen und natürlich den Textilkleber. Dann nehmt ihr euch den Stoff und dreht ihn einmal mit der linken Warenseite nach oben. Markiert die Mitte der längeren Seite. Das markiert ihr, um später zu wissen, wo ihr den Reißverschluss hinlegt. Dann geht ihr auf der kürzeren Seite 2 cm nach innen und macht euch eine Linie. Das macht ihr natürlich an beiden Seiten. Und dann nehmt ihr euch euer Bügeleisen und bügelt einmal so, dass quasi die Kante an der Linie liegt. Das heißt, ihr habt 2 cm eingezeichnet, um am Ende 1 cm mehr Zugabe zu haben. Dann könnt ihr euch den Reißverschluss auf die markierte Linie legen. Und dann kommt auch schon der Textilkleber zum Einsatz. Und zwar könnt ihr den Textilkleber auf den Stoff an dem Reißverschluss machen. Natürlich nicht auf den Reißverschluss selber, sondern auf den Stoff neben dem Reißverschluss. Und dann legt ihr die Kante an die Kante des Reißverschlusses. Und dann solltet ihr circa eine Stunde warten, damit das Ganze getrocknet ist. Und dann könnt ihr das Mäppchen einmal von außen nach innen wenden. Die offenen Kanten werden jetzt noch einmal geschlossen. Achtet unbedingt darauf, dass der Reißverschluss offen ist, damit ihr das Ganze am Ende wieder drehen könnt. Ihr wartet wieder eine Stunde und danach könnt ihr das Ganze mit einem Bügeleisen fixieren. Jetzt müsst ihr das Mäppchen nur noch einmal wenden, dass quasi die richtige Seite außen ist. Ja, dann ist das Ganze auch schon fertig. Dann könnt ihr reinpacken, was ihr möchtet, ob ihr es letztendlich als Schminktäschchen benutzt oder für eure Stifte, das ist euch natürlich frei überlassen. Ich habe auch nochmal eine Unisex-Variante gemacht. So, und das war's auch schon. So leicht konntet ihr diese zwei tollen Mäppchen nachmachen oder beziehungsweise eins für euch. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr gern mehr Sachen machen würdet, die mit Textilkleber funktionieren. Der Abonnier-Button ist hier direkt oben neben mir. Da könnt ihr draufklicken, falls ihr unseren Channel noch nicht abonniert habt. Und ansonsten, wenn ihr das nachgemacht habt, dann lasst auf jeden Fall einen Hashtag HolyChicDIY da. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.